Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem nächsten Webinar. Ich freue mich sehr, Dr. Hildebrand von Hund hier bei mir begrüßen zu dürfen. Er ist vom WFZ Ruhr und über so dieses wird er jetzt gleich berichten, und zwar, wie lassen sich branchenübergreifende Lösungskonzepte erstellen? Und das ist genau das, worum es hier ja in den letzten 2,5 Tagen eigentlich immer ging, um das Thema: Wie können wir eine zirkuläre Kreislaufwirtschaft wirklich erreichen? Und die eine große Antwort, die immer wieder kam, egal aus welchem Branchenvertreter, war das Thema Zusammenarbeit. Weil Recycling kann nicht an einer Stelle anfangen. Es muss immer aus der ganzen Wirtschaft kommen, dass die Produkte von Anfang an recyclingfähig designt sind und dann aber auch natürlich die Abfallwirtschaft, die Recyclingwirtschaft darauf ausgerichtet ist. Und da freue ich mich drauf zu hören, was Herr von Hund uns dazu zu berichten hat, was deren Lösung ist. Und dabei wünsche ich ganz viel Spaß. Wir haben danach auch noch ganz kurz Zeit, ein paar Fragen zu beantworten. Das heißt, packen Sie die gerne in die Fragenbox und ich freue mich schon, mit Ihnen in Austausch zu gehen. Bis da dann und Ihre Bühne, Herr Hund. Viel Spaß. Ja, vielen Dank, Herr Bott. Vielen Dank einmal für die Einführung und Anmoderation und einmal dafür natürlich, dass ich Ihnen vorstellen darf, die ganze Gruppe vorstellen darf. Was ist überhaupt das Netzwerken oder wo bringt mich ein Netzwerk einen Vorteil für die Mitglieder, nicht für den Verein selber? Mein Name ist Hildebrand von Hund vom WFZ Ruhr. Das heißt, lang ausgedrückt, Wirtschaftsförderungszentrum Ruhr für Entsorgungs- und Verwertungstechnik. Aber das war viel zu lang, also daraus haben wir eben das WFZ Ruhr gemacht. Gegründet diese Idee der Kooperation ist 2004 bzw. 2005 mit tatsächlich 7 Mitgliedern. Und die Idee dahinter war, ein Kompetenzzentrum der Kreislaufwirtschaft aufzubauen. Damals noch Entsorgungswirtschaft, das ist auch im Namen noch drin, aber eine freiwillige Initiative der öffentlichen privaten Unternehmen. Das heißt wirklich der Unternehmen, die privat entsorgen gegenüber den kommunalen. Wie bekommen wir diese auf Sachgebietsebene? Wir machen keine Politik, wir machen keine Tarife, in dem Bereich gar nichts, sondern wir machen Sachgebietsthemen, bearbeiten wir. Wie bekommen wir die zusammen? Und haben dort das sieht man hier, ich weiß gar nicht, ob man die Zeiger sieht, ich hoffe mal, vom Regionalverband Ruhr eine 2-jährige Förderung gekriegt, Anteilsförderung, um dieses Netzwerk aufzubauen. Und aus diesem Aufbau dieses Netzwerks sind jetzt aktuell nach 16 Jahren 121 Mitglieder geworden. Und zwar nicht nur aus dem Ruhrgebiet, sondern relativ schnell darüber hinausgewachsen, natürlich in erster Linie aus NRW, aber Sie sehen darunter schon, dass wir auch bundesweit und auch in Österreich bereits 2 Mitglieder haben. Die Idee dahinter, Sie sehen das in dem ersten Bereich, private Entsorger, kommunale Entsorger. Ob es AÖR, Eigenbetrieb ist, wie auch immer, zusammenzubekommen und gemeinsame Themen zu finden, die zu erörtern. Das ist Logistik, das ist Behältertechnik, das ist Umweltrecht natürlich und so weiter. Und sehr schnell sind natürlich Logistik, Zulieferer, Anlagenbetreiber dazugekommen, Ingenieurbüros, Analytik, allein 6 Labore sind dabei, Forschung und Entwicklung, 2 Fraunhofer-Institute, Anlagenhersteller, die wir natürlich auf einer Recyclingtechnikmesse sofort wiedererkennen können. Bildungseinrichtung gehört heutzutage sowieso dazu und die aufnehmende Industrie. Wer verarbeitet denn diese entsprechenden Sekundärrohstoffe, die wir erreichen? Wie schweißt man so ein Netzwerk zusammen? Wir haben begonnen in 2006 zu sagen, wir machen Informationsveranstaltungen. Aber die dürfen nicht einfach jeden Monat irgendwo stattfinden und man trifft sich in einem leeren Raum, sondern wir machen das vor Ort bei den Mitgliedsunternehmen. Begonnen teilweise mit 30, 20, 30 Teilnehmern, sind wir grundsätzlich jetzt 60 bis 80 Teilnehmer an einem Nachmittag zu einem aktuellen Thema. Die Themen sehen Sie, eine Themenauswahl, muss ich sagen, sehen Sie. Es geht um Personalthemen, also Human Resources. Es geht um Bioabfall. Es geht um Umweltrecht. Es geht um logistische Themen hier im Hafen, Lagerthemen und so weiter. Hier geht es um Metallrecycling. Hier das große Thema Logistik, denn Entsorgung ist zum größten Teil Logistik.
Und wir wandern sozusagen wie so ein Zirkus von Mitgliedsunternehmen zu Mitgliedsunternehmen und lassen natürlich in dem Bereich auch die Mitglieder präsentieren, was bieten die an. Also immer dieser Mehrwert versuchen rauszukitzeln, wo sind wir, was kann das Unternehmen und was ist dort neu, ein aktuelles Thema aufzunehmen. Weiterhin bei der Größe der Mitglieder kann man auch sagen, wir machen mal eine Fachveranstaltung oder eine Ausstellung. Und hier auf der rechten Seite sehen Sie den Telematik-Anwendertag, wo wir uns einen Tag getroffen haben mit den verschiedensten Anbietern. Und hier unten sehen Sie gerade im September durchgeführt den Tag der Entsorgungslogistik. Das ist jetzt das größte Projekt, was wir zurzeit gewuppt haben, wie man so schön neudeutsch sagt, mit 58 Ausstellern und knapp über 500 Besuchern. Hier kann man auch sehr gut sehen, das sind natürlich nicht 58 Aussteller, die alle Mitglied sind. Mitglieder sind waren 14. Alle anderen sind nicht Mitglieder bzw. Interessenten, die sagen, diese Messe ist für uns oder diese Ausstellung ist für uns sehr interessant. Wir arbeiten zusammen. Und das ist auch ein System, was das WFZ Ruhr hat. Wir sind kein Closed Shop, sondern jeder kann an diesen Veranstaltungen, an den Workshops, momentan auch Webinare, teilnehmen. Wir kommen noch zu anderen Themen, die ich im Nachhinein noch vorstelle. Aber wie gesagt, kein Closed Shop, jeder ist dabei. Und wir haben 20 bis 30% jedes Mal Nichtmitglieder bei diesen Veranstaltungen. Was kann man noch den Mitgliedern bieten, damit sie aus der Region rauskommen und sich präsentieren können? Wir haben die hier in der Ruhrgebiet, NRW, die Münsteraner Abfallwirtschaftstage. Wir haben die VKU-Landesfachtagung und wir haben die Messe Schüttgut- und Recyclingtechnik, die jetzt im Februar wieder stattfindet. Auch dort werden wir wieder einen gemeinsamen Messestand haben, ein Forum. Sie sehen das hier unten rechts. Da haben wir 3, 4, 5, je nachdem, Mitaussteller aus dem Mitgliederkreis. 3x3, eine Kurie von 3x3 Quadratmetern. Und wir haben, das ist ganz wichtig, ein großes Forum. Und in diesem Forum werden wir jeden Tag, es sind 2 Tage, große Vortragsveranstaltungen durchführen. Auch da wieder sind vormittags besteht die Möglichkeit, dass die Mitglieder, die hier stehen, sich auch selber präsentieren können. Natürlich sind wir auch auf den ersten virtuellen Messen. Hier sind wir ganz dicht auf der Retail. Wir könnten uns wahrscheinlich hier die Hand geben, wenn es digital möglich ist. Auch hier nicht, weil wir einen Messestandort haben, sondern weil wir hier, Sie sehen an diesen vielen Bullets, die normalerweise, wenn sie online da sind, auch blinken, sind Informationen der Mitglieder hinterlegt. Die sagen, Mensch, diese Messe ist für uns wichtig, wir möchten gerne unsere Unterlagen dort vor Ort haben, die laden wir dort hoch und stellen die zur Verfügung. Ein ganz anderer Bereich, häufig jetzt vernachlässigt, ist der Printbereich. Wir haben ein Magazin rausgegeben, eine Fachpublikation, die 4-mal im Jahr veröffentlicht wird. Da drin sind enthalten aktuelle Themen. Sie sehen, die habe ich mal rot gekringelt, ob das smarte Siebtechnik ist, Wiederverwertung von Ölbehältern, alles Themen, die entweder bei Mitgliedsunternehmen oder aber so aktuell sind, dass wir sie einfach mit aufgenommen haben. Optimierte Umschlaglogistik, natürlich ist das Thema Brandschutz ganz wichtig bei uns und fast bei jeder Veranstaltung dabei, werden wir auch im Februar auf der Messe Recyclingtechnik als Thema haben. Diese Zeitung geben wir raus, die ist natürlich online downloadbar, auch bei uns im Netz, aber auch wir verschicken die knapp 2000 Mal an Unternehmen in NRW und dann kann man sagen wirklich NRW Plus, denn es geht über die Grenzen hinaus nach Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz rein, aber auch bis nach Bayern. Also die Personen, die es interessiert, haben das abonniert und sie können jederzeit sagen, ich möchte diese Zeitung haben. Die steht gar nicht dabei, sehe ich gerade. Die ist natürlich kostenfrei und kann jeder nutzen. Ein Mehrwert für viele Mitglieder, aber auch für, Sie sehen das hier, die Möglichkeit, Anzeigen zu schalten. Wo die Mitglieder sagen, Mensch, da kann ich mich nochmal selber präsentieren, aber genauso können wiederum Nichtmitglieder dort in dieser Fachpublikation Anzeigen veröffentlichen. Oder auch Beilagen ist das Gleiche. Dass wir natürlich für die Mitglieder
mit den Mitgliedern und für die Mitglieder in den Social Media sind, ist ganz klar unsere Internetseite. Wir sind auf Xing, Instagram, LinkedIn und Facebook. Die letzten beiden, das kommt so langsam, da müssen wir uns auch erst dran gewöhnen und uns da einarbeiten. Aber auch alle Mitglieder haben natürlich eine Präsentation auf unserer Seite und können dann sofort verlinkt werden. Also alles Möglichkeiten, wie man Mitglieder nach vorne gehen, bringen kann, auch wie man Mitglieder vernetzen kann und wie man ihnen einen Mehrwert an Werbung, an Plattform bieten kann. Wir haben natürlich jetzt nach 15 Jahren mal ein Video gemacht. Was hat das WFZ Ruhr den einzelnen Mitgliedern gebracht? Also ungefähr 10, 12 Stimmen und die Interviews sind dabei von sowohl kommunalen wie privaten Unternehmen, die sagen, Mensch, das sind die Vorteile. Wir haben über den 6. Tag der Entsorgungslogistik, der war 2020. Wir waren die Einzigen, die 2020 eine Ausstellung durchführen durften hier in NRW, weil diese Ausstellung grundsätzlich nur draußen stattfindet. Kein Raum wird belegt und wir haben das geschafft mit, zumindest mit Maske. Aber damals waren wir ungefähr 240, 250 Teilnehmer mit sehr viel weniger Ausstellern. Aber es war die erste Messe, wo wir uns wieder analog treffen konnten. Dann haben wir ein ganz wichtiges Thema, sagt wir, was können wir nach vorne bringen, beziehungsweise was drückt denn die Mitglieder? Ja, und wenn man dran denkt an so einen Wertstoffhof oder dann an die Lagerung und Transport, allerseits hören wir, wo ein Unternehmen abbrennt, ein Entsorgungsunternehmen, weil die Lithium-Ionen-Akkus falsch behandelt worden sind oder eben ganz einfach nur gebrannt haben. Das ist eine Herausforderung für die Kreislaufwirtschaft und wir haben da das natürlich nicht allein gemacht. Wir machen mehrere Veranstaltungen, haben uns aber eine starke Persönlichkeit geholt oder einen starken Mann geholt, der uns dabei unterstützt. Ralf Möller, Schauspieler und Regisseur, der zwar sich in Hollywood aufhält, aber seine Eltern in Recklinghausen hat. Und da konnten wir ihn in Anführungsstrichen treffen und mit ihm eine Fotoserie machen. Und über diese Fotoserie machen wir diese Seminarreihe, zumindest waren es jetzt zweimal Webinare. Das nächste echte ist das echte Seminar, also Vortragsveranstaltung, findet auch auf der Recycling-Technik-Messe statt. Werden wir das Thema Recycling und Lagerung bearbeiten. Ja, und hier sind wir ja schon fast an der letzten Folie. Einfach mal einen Überblick, wer alles dabei ist. Jeder hat seine Gründe und sagt, Mensch, ich möchte gerne mit den anderen zusammenarbeiten, ich möchte näher zusammenkommen. Und damit wächst dieses Netzwerk natürlich mit Fluktuation, ganz klar. Die einen gehen raus, die anderen kommen dazu. Es ist wie ein normaler Verein, es ist ein Verein, ein eingetragener. Und wir freuen uns über Ideen, denn nur über diese Ideen der Mitglieder veranstalten wir oder führen wir weitere Veranstaltungen durch oder kreieren die überhaupt? Das war das Thema Lithium-Ionen-Akkus. Sehr viele sind auf uns zugekommen. Da muss was passieren. Also kümmern wir uns drum und werden uns um das Thema vorbeugenden Brandschutz und richtige Lagerung, richtige Sammlung kümmern. Die ersten zwei Veranstaltungen waren, die nächste kommt. Und ich glaube, mein nachfolgender Redner, der Herr Busemann, auch ein Mitglied bei uns, das ist die DMT in Dortmund, wird sich um das Thema vorbeugenden Brandschutz handeln, befassen und Ihnen das vorstellen. Ja, herzlichen Dank für Ihr Zuhören und dass Sie dabei waren. Und ich stehe gerne jetzt noch für Fragen für Sie zur Verfügung, sofern sich welche in dem Chat angesammelt haben. Herzlichen Dank und alles Gute Ihnen weiter. Herr von Hund, besten Dank für Ihre Einführung in Ihr Projekt, in Ihr Netzwerk. Wirklich spannend, was Sie da auf die Beine gestellt haben. Auch zu sehen, was Sie da schon alles an Mitgliedern zusammengesammelt haben. Wirklich super. Hier kommt noch eine Frage rein. Ah ja, genau. Und ganz konkret, können Sie uns denn noch mal kurz sagen, wie wird man denn Mitglied im WFZ Ruhr? Und natürlich klar die Frage, was kostet denn so eine Mitgliedschaft überhaupt? Also Mitglied werden kann man, es sind keine Unterlagen zum Download, denn Sie sollen sich an mich wenden oder an uns wenden.
Wir erläutern das und Mitglied ganz einfach eine Anfrage, wir möchten Mitglied werden. Und die Preise, klasse, dass man da immer nachfragt, das geht nach Größe des Unternehmens. Es sind drei Stufen da. Fange ich unten an, bis 100 Mitarbeiter im Unternehmen. Also wir fragen nicht nach Umsatz und sonstigen, wir sagen einfach, wie viel Mitarbeiter sind im Unternehmen tätig, das sich anmeldet. Also wenn es eine Niederlassung ist, dann ist es eben die Niederlassung in NRW vielleicht. Bis 100 Mitarbeiter ist das ein Jahresbeitrag von 2.000 Euro, dann geht es hoch auf 3.000 und dann auf 5.000. Das sind die Jahresbeiträge, hört sich jetzt nicht gerade wie Portokasse an, soll auch nicht sein. Das war die Idee dahinter, denn wir möchten, dass Sie dazu den Veranstaltungen kommen, dass Sie das abholen, die Informationen. Da haben wir gesagt, also das kann nicht einfach sagen, dass wir 100 Euro oder 150 Euro haben und damit dann nochmal vielleicht Gebühren haben für die Veranstaltung. Nein, in diesem Jahresbeitrag sind alle Kosten drin. Das heißt, Sie können kostenfrei mit so vielen Personen aus dem Unternehmen kommen zu den Veranstaltungen, wie Sie möchten. Nichtmitglieder können, wie gesagt, auch dazukommen, zahlen dann einen Tagungsbeitrag und der liegt je nachdem, beim Webinar ist es ungefähr 95 Euro, bei einer Veranstaltung bei einem Mitgliedsunternehmen, also ein bisschen Workshop, sind das 250 Euro und das ist die normale Mischung. Dann kann man sich raussuchen, welchen Vortrag man hören möchte, welches Thema man hat. Will man hier den ganzen Portfolio dabei sein, was ich Ihnen so ein bisschen versucht habe vorzustellen, dann ist das eben dieser Jahresbeitrag und dann gehört auch natürlich ein Bericht über Ihr Unternehmen in der Zeitung dazu und. Das ist alles dann kostenfrei. Ich hoffe, ich habe es gut. Dankeschön. Dann unsere Zeit ist leider auch schon um. Ich danke Ihnen ganz herzlich und würde sagen, damit wünsche ich Ihnen und allen Zuhörern noch einen ganz wundervollen Nachmittag. Ich freue mich, Sie gleich wieder begrüßen zu dürfen im nächsten Webinar. Sie haben es eben schon gesagt, mit Bernd Busemann, wenn wir uns über Gefahrenabschätzung im Brandschutz nach TRGS 800 unterhalten werden. Und da freue ich mich schon auf die Einblicke in diese Richtung. Und ja, damit noch einen schönen Nachmittag. Herr von Hund, da haben Sie noch ein paar letzte Worte für die Teilnehmer. Ja, ich darf mich bedanken, dass Sie dabei waren und vielleicht auch der eine oder andere gehört hat, Mensch, ich darf da auch als Nichtmitglied dabei sein. Und bitte einfach reinschauen beziehungsweise in unsere Webseite gucken. Da finden Sie sämtliche Veranstaltungen. Momentan ist keine drin. Ab nächste Woche ist die oder übernächste Woche ist die nächste drin. Wir haben nämlich gerade alle sozusagen durchgeführt bis zum 29. September und jetzt bauen wir für November und Januar wieder die neuen auf. Einmal in der regelmäßig reingucken oder einfach fragen, ich möchte vierteljährlich einfach die Zeitung haben. Auch das geht, alles wie immer kostenfrei. Herzlichen Dank und alles Gute weiterhin für die E-Reg. Das hört sich sehr gut an. Schauen Sie da auf jeden Fall vorbei, nehmen Sie mit dem Herr von Hund Kontakt auf und damit noch einen schönen Nachmittag.